Und es geht weiter mit Mass Effect 3. Moin Moin, hier ist der Angelus. Willkommen hier zurück auf der Citadel. Ich habe jetzt hier einiges zu tun auf der Citadel. Einige Leute wollen Shepard treffen, wollen da nochmal persönliche Gespräche führen. Dann können wir wieder ein paar Sachen abgeben. Dann Miranda hat dann auch noch einen anderen Auftrag und so weiter. Also können wir jetzt hier systematisch die Bezirke durchgehen und mit den Leuten interagieren. Und da fangen wir hier an in der Bucht. Gerade angekommen hier mit der Normandy. Normandy Bucht D24 und bei Nummer 4 wartet schon Garrus auf uns, der uns hier ja auch treffen wollte. Schön, dass ihr dabei seid hier in der heutigen Episode. Da ist die Normandy und jetzt geht's los mit der Citadel-Folge. Ich beantrage eine Versetzung in eine Zone mit Reapern. Garrus steht doch hier beim Sicherheitstürmel. Wo ist er denn? Da vorne ist er. Er hat eine Karre Shepard gemietet. Wenn ihn danach ist, könnten wir zur Abwechslung auch mal was unternehmen, das Spaß macht. Er will Spaß. Spaß mit einem Turianer. Wie sieht denn das aus heutzutage? Schön, dass Sie da sind, Shepard. Was haben Sie geplant? Etwas ohne einen Kampf gegen Reaper. Oh, saufen? Die Bar haben Sie noch nicht erobert. Hab ich schon erkundet. Aber wenn das schon mein letzter Tag ist, würde ich mich danach auch gern daran erinnern. Und? Ich hatte eine Idee. Er hat eine Idee. Wir fahren irgendwo hin. Wohin gehen wir? An einen verbotenen Ort. Manches ändert sich nie, oder? Gibt es etwas, das Sie vor Ihrem Tod unbedingt noch tun wollen, Shepard? Bin zu sehr mit Leben beschäftigt. Und Sie? Während meiner ganzen Zeit bei C-Sicherheit hatte ich immer einen Wunsch. Einmal rauf ins Präsidium. Ich hab's aber nie gemacht. 137 Regeln haben es mir verboten. Haben Sie sie geändert? Nein. Heute sind sie mir einfach egal. Tja, das war der Einfluss von Shepard, dass ihm die Regeln jetzt heute egal sind. Hoch ins Präsidium. Es ist an der Zeit, mal was richtig Dummes zu tun. Ja. Vielleicht ist es unsere letzte Chance. Etwas belebter, als ich dachte. Wollen wir in den Pool springen? Schwimmende Turianer sind wirklich kein schöner Anblick. Strampeln und Spritzen, unterbrochen von spontanem Ertrinken. Stimmt. Ich müsste ihnen nur wieder den Arsch retten. Zum Ausgleich für die vielen Male, wo ich ihren gerettet habe. Noveria, Pharos, Ilos. Es war schon ein Wahnsinnstrip, oder Shepard? Oh ja. Und du bist dabei. Von Anfang an, seit Mass Effect 1, ey. Die ganze Zeit mit am Start, hat alles mit durchgemacht. Spontanes Ertrinken bei den Turianern im Wasser. Ja, warum nicht, ne? Okay, sie sind echt ein guter Freund, Garrus. Und waren immer direkt hinter mir. In Zeiten wie diesen erkennt man seine wahren Freunde. Es sind nicht die, die ständig nach einem Fluchtweg suchen. Es sind die, die in den schlimmsten Momenten an deiner Seite sind. Und dich niemals aufgeben. Ich bin wirklich froh, dass ich so jemanden kenne. Ja, ich auch. Sie bitten jetzt aber nicht um eine Hand, oder? Bevor wir zurückgehen, müssen wir noch eine Sache ein für alle Mal klären. Ich sag nicht, dass Sie nicht mit einer Waffe umgehen können. Aber manche können damit tanzen. Finden wir raus, wer wirklich der bessere Schütze ist. Die meisten, die mich in der Galaxie in Action gesehen haben, wirkten durchaus beeindruckt, Garrus. Aber ich habe sie tanzen sehen, Shepard. Kein Kommentar. Vakarian, Sie werden verlieren. Und keine Sorge. Ich habe Übungskugeln geladen, falls Sie daneben schießen. Übungskugeln? Das war einfach. Und sollte nur Ihr Selbstvertrauen stärken. Aha. Große Distanz? Darin bin ich Experte. Das schafft kein Lebewesen, nicht mal Shepard. Geben Sie mir was Schweres. Aber große Distanz und bewegliches Ziel ist was anderes, oder? Was ein Wurf! Ich sagte was Schweres. Zur Seite. So, wir können absichtlich daneben schießen, damit wir ja sein Ego nicht zu sehr
strapazierend. Wir können aber auch das Ziel treffen, um einfach zu zeigen, dass Shepard hier der Beste ist. Ist natürlich die Sache, was man macht, ne? Garrus, den schätze ich ein, dass er damit auch völlig klarkommt, wenn Shepard zeigt, ja, dass sie die Beste ist. Sonst wäre er ja auch nicht überall hingefolgt, ne? Deswegen werde ich das Ziel jetzt treffen. Und los. Kein Lebewesen. Aber ich war ja schon tot. Also schön. Nächstes Mal nehmen wir eine Herde wilder Klicksen dazu. Dadurch trennt man Anfänger und Profis. Ja. Plus zwei Ruf. Klar kann man ja auch gewinnen lassen, aber Garrus ist auch so jemand, der würde das merken, wenn Shepard ihn einfach gewinnen lässt, so. Das würde der merken und dann wäre er auch nicht zufrieden, so, ne? Und jetzt zeigen wir lieber gleich, ja, Shepard ist schon zu Recht hier Held des Spiels. Heldin in meinem Fall. So. Zitadellbotschaft wäre die nächste Station. Da haben wir Commander Bailey, da muss ich nicht hin. Miranda wäre da auch und Jarvik. Jarvik ist jetzt das erste Mal endlich mal auf der Citadel angekommen. Wobei bei Miranda könnte es, glaube ich, ein bisschen länger dauern. Vielleicht mache ich das lieber danach. Krankenhaus haben wir nix. In der Bar ist ein Officer. Da muss ich, glaube ich, nur was abgeben. Edie und Joker, dann die machen da wieder Party. Ja, dann machen wir doch bei der Bar mal weiter. Weil das mit Miranda, da bin ich mir gerade nicht sicher, was da kam. Dann gehe ich da mal danach hin. Machen wir die anderen erstmal die Sachen, die ein bisschen schneller gehen, vorher. Also zur Purgatory. Wählen Sie bitte ein Ziel aus. Einen Moment bitte. Ankunft in der Bezirksebene. Purgatory. Aber auch damals halt 2012, als das Spiel erschienen ist, es wurde halt groß angekündigt, das Ende der Shepard-Trilogie, wurde ja immer angekündigt, Mass Effect-Trilogie um Shepard, drei Teile. Und als es angekündigt wurde, auch immer schon so, ja, es ist das große Ende der Shepard-Trilogie, der Konflikt mit den Reaper auf den Höhepunkt und so weiter. Und man merkte das halt auch damals schon immer in jeden Zwischensequenzen, in jeden Gesprächen so. Es geht wirklich aufs Ende zu, auch wie sie mit den Charakteren interagieren, mit den Gesprächen jetzt auch hier mit Garrus, dass sie ja nochmal an alte Zeiten denken und man hat immer richtig gemerkt, es ist wirklich bald zu Ende. Das war schon traurig damals. 2012, so lange ist es schon her. So, Purgatory. Wo ist der Offizier? Da muss ich wieder irgendwas abgeben, was der haben wollte. So, ist sie das? Militärausbilder? Ich habe einige Texte aus einer Bibliothek im von Reapern kontrollierten Raum mitgebracht. Ich lasse sie in Bucht D24 für Sie bereitstellen. Vielleicht hilft das ja weiter. Wirklich? Nun, verdammt. Schaden kann's nicht. Danke. Bitteschön. Vielleicht fällt den Asari dann wieder ein, wie man kämpft. Um die Asari-Truppen ein wenig die Moral zu stärken, haben wir das auch hinter uns. Das müsste der Offizier gewesen sein. Nee, das war sie nicht mal. Es ist noch ein Offizier da. Sonst würde das schon verschwinden, wenn ich fertig wäre. Hier ist Edie und Joker, die sitzen hier. Da ist der Officer. Commander Shepard, vielleicht kann ich helfen. Das Banner des 1. Regiments wartet in der Bucht D24 auf Sie. Das Banner des... Commander Shepard, ich schulde Ihnen einen Drink. Danke. Yep. Wir werden dieses Banner mit Stolz führen, wenn wir unsere Heimatwelt von diesen Mistkerlen zurückerobern. Jo, bei dem muss ich das Banner abgeben. Jetzt ist der Offizier hier weg. Aber dass die Asari nicht angezeigt wurde, wenn ich da bei der auch das Item schon hatte? Edie und Joker, was sitzt ihr hier so rum? Tanzt mal! Hey Commander, ich wollte gerade noch eine Runde holen. Bin gleich zurück. Der geht einfach. Nun, Sie beide scheinen Spaß zu haben. Ja, seit Joker und ich uns auf eine Beziehung geeinigt haben, lächelt und lacht er deutlich häufiger. Ich glaube, dass er glücklicher ist. Das glaube ich auch. Ist echt schön für sie. In den schweren Zeiten kann man noch mal jemanden suchen, mit dem man die letzten Stunden vielleicht verbringt, wenn es denn Richtung Ende gehen sollte. Man weiß ja nicht, wie der Krieg ausgehen könnte, ne? Sie beide scheinen ein gutes Paar abzugeben. Ich weiß nicht. Als sich Jeff zum ersten Mal diesen Körper zeigte, hielt er Abstand. Wirklich? Was hat er gesagt? Dass ich keinem weiblichen Ideal entsprechen müsse, um ihn zu beeindrucken. Ich habe gesagt, das sei dummes Zeug.
und wir haben ganz normal weitergeredet. Nach ihrer Ermutigung veränderte sich seine Einstellung. Er sagte, er habe gezögert, aber sie hätten ihn überzeugt, ranzugehen. Ich habe getan, was ich konnte. Ich habe nur nachgeholfen. Verstehe. Danke für Ihre Unterstützung. Das alles ist eine überaus erhellende Erfahrung. Eine erhellende Erfahrung? Na dann. Viel Spaß euch beiden noch. Sie haben mich als Ihren persönlichen Hilfsmack vorgestellt. Seien Sie nicht so eben. Ich weiß, was Sie fühlen, aber... Aber Sie wissen, dass das nicht stimmt. Warum belügen Sie andere? Sie wollen sich nicht als KI mit Reaper-Code vorstellen. Man würde sie blöd. Das wäre keine effektive Methode, um meine Funktionstüchtigkeit zu unterbinden. Nö, die Lünchen wird nicht helfen. Das stimmt schon. Rund um die Uhr Party hier, ne? Und immer läuft das gleiche Stück, ey. Spielt den gleichen Song nochmal! So, das war dann der nächste Punkt abgehakt. Dann gehen wir jetzt ein weiter. Präsidium Unterhaus haben wir Liara, die auch nochmal mit uns sprechen wollte, und ein Wissenschaftler, wo ich was abgeben kann. Im Wartebereich dann Tactus, James und Ashley. Ashley an der Gedenkmauer. Ah ja, ihre Schwester hat da eine Gedenkmauer, eine Idee für die Gedenkmauer. Irgendwas wollte sie da machen. Gut. Erkannt. Wählen Sie bitte ein Ziel aus. Präsidium Unterhaus. Einen Moment bitte. Ankunft im Präsidium Unterhaus. So, jetzt weiß ich natürlich nicht, wo der Wissenschaftler steht. Wobei, weiß ich schon, steht ja hier. Bei 1, hier wo ich jetzt bin, bei der Bank. Ich könnte auch gucken, ob hier kurz was Neues ist. Was ich noch brauchen könnte. Vielleicht neue Fischi oder so. Keine neuen Fischis. Willkommen bei Elkos Combine Arsenal. Danke. Schauen Sie mal wieder vorbei. War das hier ein Wissenschaftler? Nicht der? Hier? Wissenschaftler! Eine Asari-Dame. Ich glaube, ich weiß, von welchem Projekt Sie sprechen. Und ich habe eine Hesperia-Statue in Bucht D24. Commander Shepard, das ist ja fantastisch. Ich lasse Sie umgehend zum Projekt schicken. Das Vielen ist Dank schön. Für Ihre Hilfe. Gern geschehen. Ich helfe, wo ich kann. So. Dann haben wir jetzt hier nur noch Liara, die bei 6 steht, ganz hinten. Ja, kann ich aber noch bei den Händlern vorbei snacken. Da war kein Geschäft. Und alle auf der anderen Seite. Außer ich finde jetzt hier wieder weitere Gespräche, wo wieder noch andere Leute was haben möchten. Was ist denn hier passiert? Ja, das sind wahrscheinlich noch Einschusslöcher durch den Cerberus-Angriff. Willkommen bei Kassa Fabrication Waffen. Jo, okay. Wir könnten hier ein Scharfschützengewehr kaufen. Der Gewinn aus Nahkampfbetäuber, Sturmgewehr. Nahkampfschaden, das braucht man halt auch alles nicht. Kassa Fabrication Waffen hat die Erde nicht vergessen. Und Sie sollten es auch nicht tun. Willkommen Niemand hat die Erde vergessen. Transportartikel. Bald mein Heil. Dass sie immer noch eine Kollektorenrüstung verkaufen, ey. Willkommen bei Aegor Munition. Kuwashi? Auch nur Waffenschaden, Kopfschutzschaden. Nee, ich habe ja das Visor für Kräftedamage. Willkommen bei Cyprotein Waffen. Danke, dass Sie kommen. Keine neue Ware eingetroffen. Und da ist Liara. Sie wollte uns auch treffen, hat uns darum gebeten. Also sind wir mal hier. Wollen Sie wirklich nicht etwas Aufregenderes unternehmen? Ich liebe diesen Teil des Präsidiums. Erinnert mich an meine Kindheit. Wo war das? Amali, auf Tessia. Meine Mutter und ich wohnten bei einem Park. Ich war oft dort. Und taten was? Lesen, erkunden, Ärger kriegen, weil ich im Gras Ruinen ausgraben wollte. Sie machen Witze. Ich war sehr jung. Ruinen ausgraben im Garten. Okay. Kinder sind irgendwie süß. Finde ich nicht wirklich. Kinder machen Dummheiten, ja. Finde ich besser. Alle Kinder machen mal Dummheiten. Das stimmt, aber ich hatte dabei auch noch Glück.
Meine Mutter schimpfte zwar, kaufte mir aber am nächsten Tag mein erstes Geschichtsbuch. Ich vermisse sie. Erzählen Sie mal mehr über die Mutter. Also, sie hat wirklich nie so viel über Benesia gesprochen. Nur halt, als Benesia halt dann für Saren gearbeitet hat. Das war halt ein intensiver Moment. Wie war sie? Sie war selbstbewusst und freundlich. Sie trug gerne Gelb. Für mich war sie die schönste Frau der Welt. Wird schon wieder, Liara. Vermutlich. Danke, Shepard. Es geht mir schon besser. Ich wünschte, wir könnten mehr Zeit so verbringen. Als Freunde. Aber wollen wir nicht vielleicht ein bisschen mehr als Freundschaft? Freundschaft plus und so? Hä? Freunde ist für mich nicht mehr genug, Liara. Das klingt richtig ernst. Ist ernst? Es, was auch passiert. Ich will mein Leben mit ihnen verbringen. Dann haben Sie ja richtig Glück, dass ich das auch will. Ich weiß. Tja, Glück muss man haben im Leben. Hallo, Shepard. Hallo. Schön, Sie zu sehen. Ja. So, das war dann das kleine Treffen mit Liara. Sonst wirklich keine neuen Sachen hier. Alles abgehakt. Dann gehe ich mal in den Wartebereich für drei Leute. Tactus, James. Gut, mit James und Ashley kann man wieder nur ein Gespräch führen. Und Tactus muss wieder irgendwas sein für eine Quest. Irgendeiner, der mich da treffen wollte. Gucken wir mal. Sonst bin ich hier echt ganz gut vorangekommen bisher. Benesia trug gerne Gelb. Als wir sie getroffen hatten, war sie ja voll düster dargestellt. Weil sie für Saren gearbeitet hat, als böse Matriarchin hier. Spektor-Status erkannt. Schon krass. Wählen Sie bitte ein Ziel aus. Einen Moment bitte. Einen Moment bitte. Ankunft in so, bei der Gedenkwand ist Ashley. Fangen wir einfach mal an. Das ist ja gleich hier um die Ecke. Da steht sie schon. Ihre Schwester hatte irgendeine Idee für die neue Gedenkwand oder irgendwas, was sie da machen können. Commander. Danke fürs Kommen. Mein Beileid? Ist jemand aus Ihrer Familie weg? Es muss sehr schwer für Ihre Schwester sein. Ich bedauere Ihren Verlust. Ach, sie hat den Mann verloren, die Schwester, ne? So war das doch. Schlimm, dass sie das durchmachen muss. Verdammt. Schon wieder. Hoffentlich findet Sarah hier Frieden. Schön, dass ich für sie da sein kann. Sie wollte, dass ich etwas über unsere Familie sage. Thomas sollte es hören. Sie müssen jetzt stark sein. Für Sarah. Sie haben recht. Ich bin stolz auf sie. Sie ist keine Berufssoldatin, aber sie kommt mit all dem zurecht. Erinnert mich an Dad. Was auch passiert ist. Er hat uns zum Lächeln gebracht. Ihre Familie hat sie geformt. Er gab sein Bestes. Vier Töchter und eine starke Frau. Er sagte, Manöver mit scharfer Munition sind das beste Training für meine Frauenhorde. Ihre Schwester wartet. Wird schon wieder. Sicher. Gehen wir. Vier Töchter hatte der Soldatenvater. Mal sehen. Okay, die Fahrt zum Strand in dem Sommer vor meiner Grundausbildung. Na, es ist auch gut, dass sie für ihre Schwester auch in der Zeit da ist. Ihre Schwester, rote Haare. Interessant. Sieht gar nicht aus wie ihre Schwester. Also Ähnlichkeit ist nicht so wirklich da. Das ist eine richtige amerikanische Soldatenfamilie, von Ashley, die Williamsons. Wenn ihr Vater sagt so, ja, Training mit scharfer Munition, das ist das Beste für meine Töchter. Wahrscheinlich in Texas auch gewachsen. Ich sehe sie dann an Bord der Normandy. Nicht, wenn ich dich zuerst sehe.
So, jetzt haben wir hier irgendwo noch Tactus bei 6 hinten, bei 6 und James ist hinten bei 7. Ne, nicht hinten, 7 ist hier. Was macht denn James jetzt hier? Da hockt er. Ach, er lässt sich tätowieren, ey. Das ist ein Kasper. Willkommen bei Batarian State Arms. Wozu war der Helm nochmal? Munitionskapazität. Der ist auch neu, oder? Der Helm? Den kenne ich noch nicht. James? Commander, was führt Sie hier runter? Das wollte ich Sie gerade fragen. Naja, nach unserer Unterhaltung. Ich habe beschlossen, dem N7-Programm beizutreten. Und das feiern Sie mit einer Tätowierung? Ja, so ungefähr. Wissen Sie, es gibt im Moment ja keinen offiziellen Kanal. Also mache ich es auf diesem Weg offiziell. Eigentlich bin ich ja nur ein N7-Rekrut. Aber mit Ihnen als Ausbilderin kann ich gar nicht scheitern, richtig? Ich Ausbilderin? Ist das offiziell? Sehr schmeichelhaft. Aber ich bilde Sie doch gar nicht aus. Nicht offiziell, aber was zählt das schon in diesem Scheißkrieg? Ich meine ja nur, Sie sind meine direkte Vorgesetzte und Sie gehören zur N7. Also sind Sie mein Vorbild. Und wissen Sie, ich nehme von Ihnen jeden Rat an. Ah, wirklich? Sicher, wenn er gut ist. Eine Tätowierung von einem Batarianer? Naja, die haben immerhin genug Augen, um richtig genau zu arbeiten, oder? Willkommen beim Programm von N7, Kollege. Man würde Sie nicht fragen, wenn man Sie nicht für fähig hielte. Hoffen wir es. Jetzt beginnt die richtige Arbeit. In Ordnung. Ich weiß, ich wirke nicht besonders ernsthaft, aber wenn ich etwas beschließe, dann richtig. Offensichtlich. Hey, ich werde Sie nicht enttäuschen. Enttäuschen Sie sich selbst nicht, ja? Sie müssen nur einer Person was beweisen, nämlich der, die Sie morgens im Spiegel sehen. Da haben Sie recht. Das wird ein paar Tage wehtun. Sind Sie überhaupt dienstfähig? Aber immer. Wollen Sie auch so eins? Ich mit einer N7-Tätowierung? N7, klar. Oder vielleicht meinen Namen an einem besonderen Ort. Sie sind ein Plagegeist, Vega. Wer, ich? Kommt nach den Flirtversuchen irgendwann mal was? Ich wollte nur... Ich wollte nicht... Also... Sie wissen schon, es war nur... Dachte ich mir. Bis später, Lieutenant. Bis später. Ah, ja. Vorsicht! Nichts als heiße Luft im Kopf, der Typ. Liara, die zerfetzt den in der Luft. Ohne Anstrengung. So, 6 ist hier. Tactus. Turiana, der ist es. Hallo? Ich erkenne Sie. Sie sind Commander Shepard. Ja. Und Sie müssen Tactus sein, der als Anführer der Flüchtlinge gilt. Ja, jemand muss ja für etwas Ordnung sorgen. C-Sicherheit hat den Zugang zur Citadel eingeschränkt. Und viele Verzweifelte können nirgendwo mehr hin. Und medizinische Vorräte brauchen Sie auch. Dr. Chakwas erwähnte einen für alle sinnvollen Handel. Ich war bewusst deutlich. Die Allianz ist meistens ziemlich egoistisch. Vertrauen ist in diesen Zeiten selten geworden. Ich weiß, Sie brauchen unsere Militärvorräte, aber die sind viel wertvoller als Ihre medizinischen. Ihr Angebot war nicht ausreichend. Das Angebot war nicht ausreichend? Also das ist also die Angelegenheit für Dr. Chakwas, okay. Tun Sie das Richtige. Denken Sie auch an den schweren Zeiten. Da muss... kann nicht jedes Angebot passend sein. Ihre Leute brauchen unsere Vorräte und meine Leute brauchen ihre für den Kampf, um wenigstens einen kleinen Vorteil zu haben. Unsere Mission rettet vielleicht alle. Sie sollten nicht kleinlich oder misstrauisch sein. Im Alltagsstress vergisst man leicht, dass wir das alles gemeinsam durchmachen. Meine Leute kontaktieren Sie. Sie bekommen die Vorräte so schnell wie möglich. Jo, das hat geklappt. Vorbildpunkte kriegen wir auch noch. Da wird Professor Chakwas sicherlich froh sein, dass das geklappt hat. Bei James war ich, dann bin ich hier auch durch. Hier war ich mit bei Liara, im Club war ich. Dann muss ich jetzt nur noch zur Botschaft. Zur Botschaft mit Miranda sprechen und kurz Jarvik auch nochmal Hallo sagen.
Der hat ja da auch noch etwas. Gut, ich mache mich dann schon mal auf den Weg zur Botschaft und in der nächsten Folge werde ich euch dann da dort begrüßen und dann mit Jarvik sprechen und Miranda helfen. Und ja, dann haben wir das Wichtigste auch schon wieder durch. Vieles abgeben können in auf der Citadel. Gucken wir mal ins Logbuch, wie die Liste hier vielleicht schon etwas kleiner geworden ist. Ist immer noch sehr, 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 sehr hoch. Cerberus Gift für Turianer, das sind halt einige Sachen, die ich immer noch finden muss. Chemische Behandlung, medizinische Vorräte, das ist doch das jetzt, was ich gemacht habe. Mit Tactus habe ich gesprochen. Das müsste eigentlich klar sein. Handeln Sie mit Tactus im Flüchtlingslager ein Tauschgeschäft aus, habe ich gemacht, habe auch die Punkte für bekommen, aber es ist immer noch hier drin. Wurde nicht abgeschlossen. Naja, vielleicht kommt da noch ein Gespräch rein oder so über Funk. Dann haben wir das Volus-Botschafter, der will natürlich irgendwas anderes haben. Eine Nachricht vom Primarch Victus deutet auf einen Volus-Botschafter Din O'Corlax als möglichen Cerberus-Informanten hin. Ermitteln Sie gegen den Botschafter in den Präsidiumsbotschaften. Könnte gleich auf mich zukommen, wenn ich zu den Botschaften gehe. Da werde ich auch nochmal beim Spectre-Terminal vorbeigehen und vielleicht kriege ich dann Informationen über den Botschafter. Störung der Zielerfassung. Zielsicherheitsoffizier benötigt Technologie zur Störung der Zielerfassung, um bei künftigen Angriffen Leben zu retten. Finden die Technologie, habe ich auch noch nicht. Präsidium Unterhaus, nee, die habe ich noch nicht. Ja. Ansonsten gibt es ja noch Notsignale auf verschiedenen Sachen. Ringe von Ilun. Das habe ich doch auch schon. Habe ich noch nicht gefunden? Noch nicht gefunden. Warte mal, da steht. Finden Sie im Silan-Nebel und bringen Sie ins Huerta-Krankenhaus. Habe ich, glaube ich, noch nicht gefunden. Die Ringe von Ilun, sonst hätte ich ja beim Krankenhaus schon eine Ansprechpartnerin. Oder ich gucke nochmal hin. Also, auf jeden Fall geht es in der nächsten Folge weiter. Ich bedanke mich recht herzlich fürs Einschalten. Ich hoffe, euch hat es ein bisschen gefallen heute. Die, ja, kleinen, netten Gespräche, gerade auch mit Garrus und Liara, waren schon tolle Momente mal wieder. Lasst einen Daumen nach oben da und bis zur nächsten Folge von Mass Effect. Ciao!